Wir kommen zum nächsten Kampf, den dritten, denn die Frauen, die sind bereit. Und ich begrüße in der blauen Ecke aus Serbien Aleksandra Vujovic. Und einen herzlichen Applaus, Begrüßung für die rote Ecke mit Nathalie Zimmermann aus Deutschland. Und bevor der Kampf beginnt, noch die Punktrichter Andreas Schweiger, Timo Habichhorst und Irene Kostenko. Und Ringrichter ist Klaus Hagemann. Wir stellen die Boxerin aus der blauen Ecke vor. 30 Jahre jung, 1,65 Meter und sie bringt 62 Kilogramm auf die Waage. 21 Kämpfe, 4 Siege und davon 2 durch Knockout. Herzlich willkommen, Aleksandra Vujovic aus Serbien. Wir kommen zur roten Ecke, 39 Jahre jung, 1,68 Meter, 61 Kilogramm brachte sie auf die Waage. 7 Kämpfe, 7 Siege, 3 durch K.O. Herzlich willkommen, Nathalie Zimmermann aus Deutschland. Boxers to the center, please. It's time to fight. Wir legen los mit Runde 1. Nathalie Zimmermann im goldenen Röckchen ist auf ihrem Weg nach vorne bislang nicht zu stoppen. Sie ist ja nach wie vor festen Willens, Weltmeisterin zu werden. Warten wir es ab. Zuletzt schlug sie Karina Kopinska in kleiner Punkten und auch heute bekommt sie es wieder mit einer erfahrenen Kämpferin zu tun, die schon gegen exzellente Gegnerinnen über die Runden gegangen ist. Aleksandra Vujovic aus Montenegro. Der Kampfrekord von Vujovic ist nicht gerade überragend. 21 Kämpfe, 4 Siege, 15 Niederlagen, 2 Unentschieden. Aber bei den 15 Niederlagen muss man dazu sagen, dass sie nur einmal vorzeitig verloren hat. Und das gegen Oshin Derieu, K.O. in der 7. Runde. Serie Belgierin, heute 14 Kämpfe, 14 Siege und Europameisterin im Weltergewicht. Also eine Könnerin ihres Fachs. Ansonsten hat sie auch gegen absolute Weltklasse Boxerin immer das Ende des Kampfes miterlebt. Ja, Nathalie Zimmermann aggressiv. Und bleiben wir auf den Schlagabtausch. Zimmermann hier. Immer eine Faust mehr drin. Sehr schön.
39 Jahre, hat also sehr spät mit dem Boxen angefangen. Also sie ist ehrgeizig, trainiert eisenhart. Ja, macht es ein bisschen gut hier gegen Alexandra Bujovic. Klein, quirlig, schnell. Warte mal, guter Auftakt für Natalia Zimmermann. Nummer 3 in Deutschland hinter Verena Kaiser und Ramona Kühne. Ramona Kühne, auch schon über 40. Der ist kürzlich wieder am Ring gestanden, gewonnen. Sie zählt ja noch zur großen Generation. War Weltmeisterin im Federgewicht, im Superfedergewicht, im Leichtgewicht. Damals noch zusammen unterwegs mit einer Susi Gendikian, mit Regina Halmichs in ihren letzten Kampfjahren. Seconds out für Runde 2. Zweite Runde. Ja, muss er. Betreuer mal vielleicht an aus dem Ring. So, jetzt haben wir es. Hagemann da aufgepasst, über Mann in der neutralen Ecke und los geht's. Auch wie schon zuletzt gegen Kupiska ein bisschen näher an die Gegnerin rangehen, um die härter treffen zu können. Also immer einen gewissen Sicherheitsabstand. Und die Alexandra Bujovic, die müsste eigentlich mehr machen, was ihre körperlichen Vorteile da angeht. Ist größer, hat natürlich damit auch die größere Reichweite. Müsste viel mehr mit der Führungshand arbeiten, dürfte Zimmermann gar nicht so wie jetzt irgendwie da an dich rankommen lassen. Ja, im Innenkampf, da ist sie gut, da ist sie stark, Zimmermann. Und nochmal schön die Rechte hier platziert. Jawohl. Sobald sie dann einen Tick näher an Bujovic ransteht, da kommen ihr Schläge auch genauer. Kampf ist auf 6 Runden an 2 Minuten angesetzt. Bereits hier 6. Kampf 2021 für Natalia Zimmermann. Sabine Hempel schlug sie K.O. hier im Gym in der ersten Runde. Oluwa Funke Esther Fakute aus Lagos, auch TKO in Landau, Runde 1. Tiziana Olmo, Punktsieg über 4 Runden. Nana Dokatze aus Georgien, TKO, erste Runde. Punktsieg gegen Karina Kopinska, habe ich vorhin schon gesagt, und heute eben jetzt hier gegen Alexandra Bujovic. Die ist schwer vorzeitig zu besiegen. Aber hat natürlich auch schon klasse Gegnerinnen vor den Fäusten gehabt, die Bujovic. Seconds out für Patricia Berghult aus Schweden, IBO-Weltmeisterin, heute 14 Kämpfe, 14 Siege. Estelle Yoka Mosley, 2016 Weltmeisterin bei den Amateuren und Olympiasiegerin in Rio. Hat heute einen Kampfrekord von 9 Kämpfen, 9 Siegen. Dann Miriam Gutierrez, ehemalige WPA-Interimsweltmeisterin, 14 Kämpfe, 13 Siege. Also, die hat schon einiges da weggekämpft, mit was großen Namen hat in Europa. Jawohl!
Ja. Die ist schon giftig, die Zimmermann. Aber nach wie vor gehen auch viele Schläge vorbei, zu kurz angesetzt. Aufpassen, da war die Linke drinne von Vujovic. Die ist eine erfahrene Boxerin. Er verkrampft jetzt ein bisschen, Teil der Zimmermann. Einfach wieder lockerer dann die ganze Sache rangehen. So wie jetzt, gut, die Linke da durchgekommen. Ah, knapp vorbei hier, die linke Schlaghand von Zimmermann, diese Rechtsauslegerin. Ja, die ersten Runden hat sie gewonnen. Vierte Runde, wie gesagt, auf 6 Runden das ganze Jahr vorgesehen. Hator Grigorian und Robert Harutunjan in der Ecke von Natalia Zimmermann. War ja, bevor sie hier mit dem traditionellen Boxen anfing, auch eine ausgezeichnete Kickboxerin, war dreimal deutsche Meisterin, 2019 im türkischen Antalya Vize-Weltmeisterin. Und dann hat sie sich irgendwann mal gesagt, ach, ja gut, Kickboxen, das war jetzt. Und sie fühlt sich noch super fit. Und dann fangen wir mit dem Boxen an. Und wie gesagt, bislang 7 Kämpfe, 7 Siege, 3-mal vorzeitig gewonnen. Was ich noch lernen muss, sind ihre Schläge genauer zu setzen. Also wenn die Dame der Gegnerin dran ist, dann verpufft doch vieles in der Luft. Aber sie macht es ja richtig. Sie versucht, möglichst viele Kämpfe hintereinander zu absolvieren. Nur so kriegt sie natürlich auch Ringerfahrung. Experience, wie man so schön sagt. Und sie steigert sich eigentlich von Kampf zu Kampf. Und Vujovic macht in meinen Augen viel zu wenig. Vujovic 2021 3 Kämpfe bislang bestritten gegen die französische Meisterin im Federgewicht Victoire Pitot. Gab es eine Niederlage gegen Dela Kisikyol hier in Hamburg und zuletzt auch gegen Sandy Ryan aus Derby in England. Ganz kurz noch eine Anmerkung. Alle, die ihr Auto auf dem Gehweg geparkt haben, bitte wegfahren, weil die Polizei steht draußen und schleppt alle ab. Ich hoffe, wir verlassen jetzt hier nicht alle den Saal. Also, kurz Anmerkung. Autos bitte wegfahren, die auf dem Gehsteig geparkt sind. 2 Runden noch. Oh Gott, jetzt wird's leer. Die ersten 4 Runden gehen für mich an Natalia Zimmermann. Vom Beruf Psychotherapeutin und Personal Trainerin, arbeitet unter anderem als Fitnesscoach auch mit Udo Lindenberg. Ja.
Seconds out für Runde 5. Fünfte Runde. Kam er zum Kampfsport mit 20 Jahren. Natalia Zimmermann, als sie den Film Die Akte Jane gesehen hat, in dem Demi Moore sich bei der Elite-Truppe Navy Seals behauptet, hat er imponiert und hat gesagt, was muss ich auch mal in der Richtung probieren. Ja, dann fing sie mit Kickboxen an. Na, sie hat sich vorgenommen, innerhalb von 2 Jahren war ein Titelton schön, der war durchgekommen jetzt. Jawohl. Ah, die wühlt sich richtig in die Gegnerin rein, Natalia Zimmermann. Ja, viel aggressiver als bei ihrem letzten Kampf gegen Kopinska. Und die Vujovic, ich habe schon mal gesagt, die müsste viel mehr mit ihrer langen Linken arbeiten. Dann dürfte die Zimmermann gar nicht rankommen an sie. Aber Zimmermann sehr beweglich, flott auf den Beinen. Ja, da ist noch viel Potenzial für Anton Grigorian und auch für Robert Harutyunyan, was ihre Technik angeht. Am Willen fehlt sie auf alle Fälle nicht. Trainingsfleißig ist sie. Und boxerisch kann sie mit Sicherheit noch zulegen. So, 6. und letzte Runde wird angezeigt. Im Leichtgewicht gibt es ja eine überragende Kämpferin und das ist Katie Taylor aus Irland. Mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin bei den Amateuren. Inzwischen Champion aller 4 großen Verbände, WBO, WBC, IBF und WBA. An 2 dann Natasha Jones aus England, 3 Melissa Saville aus den USA, 9 Verena Kaiser und immerhin Ramona Kühne mit 41 Jahren noch Nummer 17. Aber an dieser Cassie Taylor, da kommt zurzeit niemand vorbei. Ja, aber sie fuchtelt da schön mit ihrer rechten Führungshand vor der Nase von Vujovic rum. Irritiert die ein bisschen. Und wenn die mal zuschlägt, die Vujovic, dann ist sie eigentlich schon wieder weg. Sehr gut. Schön weggetaucht da. Vor den Schlag von Vujovic. Oh, da fängt sich nochmal die Rechte. Ja, das ist die Gefahr, wenn sie so nach vorne geht. Dann bleibt sie häufig stehen. Und bietet da ein leichtes Ziel. Aber hat noch rechtzeitig auch den Handschuh hochbekommen. Nichts passiert. Ja,
Aber das sind eben noch so Feinheiten, an denen sie schrauben muss, wenn sie weiter nachkommen möchte. Schön hier ganz schnell die linke nochmal abgezogen. Ja, mit 39 Jahren immer noch ein großes Talent. Natalia Zimmermann. Also ich denke mal, hier gibt es keine zwei Meinungen, wer den Kampf gewonnen hat. Sie war die Agilere, sie war diejenige, die hier mehr investiert hat. Die auch den ein oder anderen härteren Treffer gesetzt hat. Da werden gleich die Punkte zusammengezählt. Sylvia Walker wird den Ring besteigen und dann werden wir, denke ich mal, erfahren, dass Natalia Zimmermann auch ihren achten Profikampf gewonnen hat. Aber es wird natürlich auch immer schwieriger, mal vorzeitig zu gewinnen, je stärker die Gegnerinnen natürlich werden. So, noch ein kleiner Plausch mit Klaus Hagemann. Und dann das Urteil. Die Punktrichter, die entschieden einstimmig 60-54 für Natalie Zimmermann aus Deutschland in der Roten Ecke. Also, alle 6 Runden an Natalie Zimmermann. Klares Votum der Punktrichter. Und da freut sie sich, und das zu Recht. Und wir werden ihre weitere Karriere mitverfolgen. Natalie, kommt jetzt hier. Glückwunsch. Unglaublich, ne? Jetzt 8. Sieg, check, kann man sagen. Aber du musst das auch einstecken. Aber wie fühlst du dich jetzt? Lass uns ein bisschen teilhaben. Ich fühle mich großartig. Erstmal vielen, vielen lieben Dank an alle, die für mich hier sind und mitgefiebert haben. Dankeschön. Auch an alle, die zu Hause eingeschaltet haben und mitfiebern. Ich kämpfe auch für euch, das wisst ihr. Ich fühle mich großartig. Das war der 6. Profikampf. Jetzt freue ich mich auf Weihnachten, Familie, Ausruhen, Essen und alles andere außer Boxen. Ehrlich? Das kann ich dir jetzt gar nicht glauben. Denn wenn man deine Vita sich anschaut, ne, du bleibst immer so hart dran. Irgendwie Ausruhen ist bei dir gar nicht. Und bei uns Frauen redet man nicht übers Alter. Aber 39 Jahre, wo holst du immer wieder die Motivation her? Meine Trainer, mein Team. Riesen Applaus. Ja, danke schön. Es ist eine Riesenfreude, hier zum Training zu kommen. Wir haben immer gute Stimmung, wir arbeiten akribisch, wir müssen natürlich noch viel, viel machen. Aber ich denke, die, die meinen ersten Kampf gesehen haben und jetzigen wissen, ich habe mich entwickelt, ich brauche noch ein bisschen, aber es wird. Aber hast du nicht manchmal Angst, auch altersbedingt, dass die Reflexe manchmal auch so ein bisschen nachlassen? Nein, dafür sorgen meine Trainer. Ich werde noch richtig fit, Leute. Wir haben das im Griff. Lass uns auch noch mal kurz teilhaben, denn du hast ja erst deinen 2-Jahres-Vertrag hier unterschrieben bei Universum Box Promotion. Siehst du da auch schon die Weiterentwicklung, wie du es gerade angedeutet hast? Persönlich auf jeden Fall. Vielleicht magst du meinen Trainer noch mal fragen. Wollen wir einfach mal kommen, wir gehen mal gemeinsam hin. Seht ihr, schönen guten Abend, erstmal schön bei euch hier in der Ecke zu stehen. Seht ihr die Weiterentwicklung bei Natalie in dieser kurzen Zeit auch? Das auf jeden Fall sehr, sehr bemerkenswert, wie akribisch Natalie arbeitet, wie sie das schon betont hat. Ich sehe zu 100% die Entwicklung, aber wir haben noch Luft nach oben, das ist sehr wichtig. Wir haben viele Fehler jetzt analysiert, wir als Trainer, daran werden wir arbeiten und das ist sehr wichtig. Robert, dann setzt du mal ein Ziel. Was ist das Ziel mit Natalie, wenn wir uns wiedersehen und vor allen Dingen, wenn man mal so ein bisschen vorausblickt im Jahr zum Beispiel? Ich bin sehr optimistisch, was Natalie betrifft. Natürlich müssen wir das im Trainerteam und im Management besprechen, wie die zukünftigen Pläne jetzt und Titelkämpfe Ziele sind. Aber ja, Natalie träumt von einem WM-Kampf. Davon bin ich auch überzeugt. Da kommen wir hin. Sehr schön. Also ich würde mal sagen, mit der Fangemeinde kann auch echt gar nichts schief gehen. Herzlichen Glückwunsch, Natalie. Genieß den Sieg und noch einen schönen Abend.